Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Pinguinjagd oder auch genannt Spelunky oder Spelunky, wie auch immer ihr wollt. Ich finde den Pinguin so süß, echt. Wie der da rumhüpft. Dann fällt er hin, wieder auf die Nase. Oh, der arme Pinguin. Aber das wollt ihr sicherlich nicht sehen. Blöder Tunnelmann. Ihr wollt ja sehen, wie ich faile. Deswegen rein in die Eishöhlen. Bin mal gespannt, ob wir heute wieder diesen schönen Tempel erreichen. Das muss doch möglich sein und vor allem... Hoppala. Vor allem bin ich mal gespannt, was der gute Tunnelmann dann so von uns verlangt. Wenn wir wieder so weit kommen, was ist denn hier los? Über all diese Sprengfallen? Zu dem Yeti brauchen wir nicht. Ich hätte gerne einen Kompass, habe ich das schon mal erwähnt? Dass ich die Kompasse mag? Wow! Achso. Ja, können wir mal hier hoch. Achtung, Bombe. Achtung, Schneemann. Schneemann macht nichts. Da ist die Dame... Die Dame, die lohnt sich ja zu retten, wie wir ja mittlerweile wissen. Da bekommen wir einen extra Hitpoint zu. Wow! Okay. Doofes UFO. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Der Ausgang muss dann also hier rüber liegen. Da ist er doch. Wir holen uns den extra Hitpoints. Achtung, Bombe. Yeah. Jetzt haben wir 4 Hitpoints oben links. Das sehen wir immer an diesem Herz-Symbol. Jawoll. Und jetzt müssen wir 5 haben. Jawoll. Gut. Es läuft doch wie gemalt. Jetzt wollte ich gerade die... Wow, blöde. Wo kam denn jetzt die Dose... Doofe, blöde Spinne her? Nee. Jetzt ist die Frage, wenn ich die jetzt hier freispringe, dann geht die aber bestimmt drauf, oder? Aber ich will die Bombe jetzt auch nicht umsonst aufgebraucht haben. Und er geht... Ich wollte schon sagen. Er geht bestimmt steil, aber das geht ja noch nicht, Mats. Also diesmal werden wir nicht als Terrorist verschrien hier. Okay, hier unten ist ein Yeti. Dem können wir schon mal auf den Kopf springen. Das ist gut. Ich bringe erstmal die Olle weg. Wow. Okay, wo ist der Ausgang? Ich hätte mal gerne den Ausgang. Der könnte irgendwo da unten sein. Jetzt kommt wieder so ein blödes UFO. Da ist ein UFO. Das ist gar nicht so gut. Naja. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Warum nicht? Ist der Ausgang hier irgendwo? Also da geht es auf jeden Fall schon mal weiter. Achtung, UFO. Ach, den will ich doch nicht retten. Ich will die Dame retten. Wow. Ja, klar. Das war ja wieder typisch. Ich bin zu feiner Paste zermahlen worden. Super. Weil uns also so ein Eisstück auf den Kopf geknallt ist. Na gut. Ist kein Wunschkonzert hier. Weg mit dir, Bombe. Die ist ins Bodenlose gefallen, denn ich habe keine Explosion gespürt. Das Zeug können wir mitnehmen. Da ist der Ausgang. Da ist ein Shop. Mal sehen, ob der irgendwie... Ne, der hat nichts dabei, außer... Ja gut, dieser Umhang, der ist natürlich gut. Da kann man sich schön mit... retten, wenn man irgendwo runterfällt, beziehungsweise in die richtige Richtung steuern, in die man fliegen möchte. Aber so viel Geld haben wir eh nicht dabei, oder? Ah, 20.400 für den Umhang. So wahnsinnig, oder was? Ja, Kletterhandschuhe und hier diese Federschuhe sind natürlich auch nicht schlecht, aber keine Kohle. Gucken wir nochmal, was hier rechts ist. Hier rechts ist natürlich gar nichts. Außer ein Yeti ohne Bombe, von daher gehen wir weiter in den nächsten Abschnitt. Ja. Oh, Pingus, schon wieder. Ja, ich mag Pinguine. Ja. Tatsächlich. Ja, du kannst mal... Ja, natürlich, renn ich... Verdammtes Skelett. Komm her. So. Noch mehr UFOs. Mhm. Wow. Hilfe! Ihr Wahnsinnigen! So, komm her. Hier springe ich auf die Murmel. So. Hebe die auf und schmeiß dich weg. Hebe die nochmal auf und schmeiß dich nochmal weg. Nein. Warum tue ich es denn auch nur? Hätte ich ihn mal in Ruhe gelassen.
Ein Yeti hat mich totgeschlagen. Ja. Das muss ich meinem Reinhold Messer erzählen. Dass die gar nicht so friedlich sind, die Yetis. So, da ist Gold, das schnappen wir uns. Yippie, hüpfen! Das ist schon wieder so ein verdammtes UFO. So, ist noch ein UFO. Boah, warum denn so viele UFOs hier? Darf doch nicht wahr sein. Terrorist. Ja, klar, jetzt bin ich wieder schuld, oder wie? Aber der hat sich anscheinend verabschiedet. Da ist der Ausgang. Gibt das einen Fallschaden? Ich weiß gar nicht. Ausprobieren. Nein. Können wir jetzt noch in den Shop rein? Können aber nichts mehr machen hier, oder? Ja, das war wieder clever. Spring gegen die Decke und flieg in die Tiefen. Hau ab. Kann ich dich mit meiner Peitsche? Nein, kann ich nicht. UFO, Achtung. Achtung, UFO. Achtung, Dame. Achtung, Skelett. Achtung, Tod. Okay, vielleicht sollte ich doch ein bisschen vorsichtiger rangehen an die Aufgabe. Immer schön, Schritt für Schritt. Ich glaube, das schneide ich raus. So, hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spelunky. Nein, wir machen natürlich hier weiter und, was soll auch schon passieren? Das gehört ja dazu, das Sterben hier. Nur beim letzten Mal lief es ja auch so gut und davor die Episode ja im Prinzip auch. Was machst du denn nochmal? Das kann ja nicht jedes Mal so laufen und da liegt die Schrotflinte, die ich damals so dringend benötigt hätte für den Tunnelmann. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Irgendetwas brauchte der Tunnelmann, damit er uns jetzt auch den dauerhaften Zugang zu den Eishöhlen freilegt. Hat er uns das nicht schon verraten? Ich meine doch, oder? Ich hab's wieder vergessen. Ja, jetzt stehe ich natürlich, hab mich hier wieder in eine Ecke reinmanövriert, wo ich gar nicht hin wollte. Naja, mal ein bisschen hier rumspringen. Ist ja ein Jump'n'Run, nicht? Das gehört ja auch dazu. Mal gespannt, was es hier gibt. Aber die Truhe, die hole ich mir. Ja, da sind natürlich die Edelsteine, die ich mir gerade geholt habe, sind weggeflogen. So. Ach, das passt gerade noch. Hier ist wieder was los, so. Lieber ja Gesangsverein. Gut. Puh, wollen wir mal gucken. Erstmal das Gold mitnehmen. UFO. Oh, danke, Herr Mammut. Oder vielleicht Frau Mammut, ich weiß es nicht. Danke, Manni. Es heißen ja alle Mammuts Manni. Gibt ja auch schon den Namen her. Mammut und Manni. Dann müsste der Mami heißen, oder? Mammut, Manni? Nee, ja, Mammut. Mammut, Mami. Ja. Egal. Wow. Was mache ich denn hier für einen Unsinn? Kann mir das mal jemand erklären? Ich weiß es selbst nicht. Gut, 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 gut. Ab in den nächsten Abschnitt. Schnell vergessen, was ich da gerade wieder angestellt habe. Also wenn ich alle peinlichen Szenen rausschneiden würde, dann würde die Episode ungefähr 30 Sekunden gehen. Ja, toll. Überall Mammuts. Oder Mammis, wie wir gerade gelernt haben. Yeti, den brauche ich auch nicht. Aber den kann ich auf den Kopf springen. Oder auch nicht. Ah! Na gut, ein Versuch noch. Muss doch möglich sein. Hier ist wieder dieses Raumschiff-Mutterschiff. Ja, du kannst mich auch mal. Na gut, das war ein bisschen kurz. Machen wir noch einen Versuch. Die Yetis, die sind richtig frech. Oh. Nein. Verdammt. Okay, also irgendwie läuft's heute nicht. Nicht so, wie ich es mir wünsche. Darf ich mitspringen? Was ist das denn? Schneeball? Okay. Ja, deswegen habt ihr gesehen, liebe Kinder. Deswegen immer vorsichtig sein.
immer Schneebälle macht, da könnten Steine drin sein. Da kann man jemanden böse mit verletzen. Immer schön vorsichtig sein, wenn es geschneit hat. Gut, haben wir jetzt nicht so Probleme mit in unseren Breitengraden. Aber im Winter soll es ja doch hin und wieder schneien. So, weg mit dir. Hier runter gucken. Ah, da geht's doch wieder ins Bodenlose. Wo geht's hier hin? Immer noch ins Bodenlose. Tut mir leid. Obwohl, nee, bei den Yetis tut mir das eigentlich gar nicht leid. Ah, vorsichtig. Weiß ja nicht, warum sich so viele Spinnen darin verstecken hier. So, jetzt hätte ich mal gerne den Ausgang. Der ist bestimmt wieder nach rechts, wo ich nicht rüberkomme. Nee, da ist er. Okay, da komme ich aber auch nicht wirklich rüber. Brauche ich eine Bombe für. Gut, ja, das lief doch schon mal halbwegs. Das war jetzt der erste Abschnitt, richtig? Mhm. Nee, doch nicht. Guck. Ach, natürlich war es der erste Abschnitt. Also, ein bisschen Konzentration, Herr MS Standard. Wo sind wir denn hier? Sind schließlich nicht zum Vergnügen hier. Wie du wieder spielst, bist ja voll am Rumfehlen. Also sowas. Ah. Das macht ihm gar nichts aus. Da muss ich halt den Umweg gehen, hier oben rum. So, wie sieht's hier aus? Aha, der Gott von, weiß ich auch nicht, Eishöhlenhausen. Oder so ähnlich. UFO will ich nicht. Und hier geht's doch wieder runter ins Bodenlose, oder? Nee, doch nicht. Einmal hier auf das Eis springen, einmal da. Da ist der Ausgang, sehr schön. Und ein bisschen Edelstein und Gold nehmen wir natürlich auch noch mit. Gut, läuft. Es läuft. Ich bin mal gespannt, was ich gleich wieder für einen dummen Fehler mache, um mein Leben hier in diesem Spiel zu beenden. Lass mal hier runter. Vorsichtig. Wow. Was mache ich denn da für einen Quark? Oh nee, da ist wieder dieses komische Raumschiff. Das mag ich ja gar nicht. Obwohl ich mich schon frage, was ist, wenn wir dieses Alien, was da drin ist und auf uns schießt, was passiert, wenn wir das umbringen? Womit auch immer, mit einer Schrotflinte oder vielleicht mit unserer Peitsche. Funktioniert. Gibt es bestimmt eine fette Belohnung, wenn wir das umbringen. Werden wir aber, glaube ich, in dieser Episode nicht rausfinden. Das ist der Tunnelmann. Sind wir schon soweit? Ja, ich wollte einen Abkürzung haben, nur leider bin ich auf eine verschlossene Tür gestoßen. Okay. Bringst mir den Goldschlüssel aus dem Minen mit, wenn du das nächste Mal kommst? Bitte? Den Goldschlüssel aus den Minen willst du haben? Das heißt, ich muss in den Minen anfangen, durch die Minen, da den Goldschlüssel finden, durch den Dschungel, durch die Eishöhlen. Ihr seht jetzt nicht den dritten Finger, den ich gerade rausgeholt habe, nachdem ich jetzt abgezählt habe, was ich alles machen muss. Boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie soll ich das denn schaffen? Einmal komplett durch den Dschungel, vorher durch die Minen und dann noch komplett durch die Eishöhlen? Das geht doch gar nicht. Also, irgendwo, liebe Spieleentwickler, habt ihr nicht an mich gedacht. Aber wir sehen heute nochmal den Tempel. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wow, da ist wieder diese komische Gottheit und... hau ab. Ich will nicht, dann... Jetzt bin ich in der Falle. Achso, ich kann ja oben rum. Ja, toll. Gut. Liebe Zuschauer, müssen wir also den Goldschlüssel besorgen. Ich glaube, weiter, beziehungsweise einen dauerhaften Durchgang hier zu diesen Tempeln werden wir wohl nie freigehen. Goldschlüssel aus der Mine. Hallo, geht's noch? Danke fürs Zusehen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, ciao und bye bye.